Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge hier aus Wallnitz. Was ich leider vorziehen musste, eigentlich war ja heute Dienstag Elders dran gewesen, aber aus technischen Gründen mit dem Spielstand bei mir kommt heute Wallnitz und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß zuzuschauen und ich würde mal sagen, auf geht's! No Limits, genau hier im Skigebiet. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mal. Heute, es ist 8:09 Uhr. Um 8:30 Uhr würde ich gerne hier das ersten Teil öffnen aus Fallnetz. Weil einige Leute warten schon. Deswegen, ja. So. So, machen wir hier noch schnell fertig. Da kann man jetzt ein bisschen tricksen. Das zeige ich euch mal, wie das geht. Ist nicht viel Arbeit eigentlich. Nur wie ihr das dann glatt macht oder so, das müsst ihr euch überlegen. Das schaut dann so aus. Schalten wir mal das Arbeitslicht ein. Ist ja doch schon 8:12 Uhr. Ich hoffe, dass bald Schnee kommt. Oder auch nicht. Aber das werden wir mal sehen. Also eine Saison ganz ohne Schnee wäre furchtbar eigentlich.
Oh. Und dann räumen wir die mal weg hier. Oh. Ging mit dir einfach mal rauf. So. Ich glaube, heute können wir schon mal hier öffnen, auf jeden Fall. Oder schieben wir dann den Schnee noch auf die Seite? Oben schaut es auch gut aus, perfekt.
So, dann haben wir hier mal das erste geschafft, würde ich mal sagen. Und wir können heute, ja, in knapp 10 Minuten hier mal links öffnen. Ja, da willst du nichts. Aber wichtig ist einmal, dass ein Teil des Skigebiets, würde ich mal behaupten, öffnet und den Rest, das müssen wir dann anschauen, wie wir das in den nächsten Tagen, Wochen schaffen. Ich hoffe, dass wir da nicht hängen bleiben. Okay. So. Ich hoffe halt, dass der Schnee nicht wieder schmilzt. Wäre nicht so gut. So. So. Dann würde ich mal behaupten,
Objekte. Jetzt ist ja die Frage. Wo ist das? Ist das dort dabei? Genau, Warnschilder, Baggage. So. Duplikat. Damit wir das auch professionell wieder machen hier. So, jetzt gehen wir zurück. Aber eigentlich, aber ich weiß nicht, wo das ist. Wo ist das? Ist das dort dabei vielleicht? Eigentlich dachte ich mir, dass man da. Ich dachte immer, dass man da irgendwie ab oder so ein Aufprall, so ein Schutz. Ich müsste jetzt mal schauen. Dass man da. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt wüsste, wo das nicht ist. Diese. Weidezaun, Wasserfall, Warnschilderbeck.
Das müsste ich mir dann anschauen, wo das eigentlich ist. Machen wir da Werbung? Nee, mehr Werbung machen wir keine. Aber dummer. Dann mach mal was anderes, Leute. Nehmen wir uns. Wir haben doch. Ja, wir öffnen gleich unsere Skibisten für euch. Egal, wir öffnen mal unsere Lifte und dann schauen wir mal weiter, was wir machen. Machen wir noch schnell das Kinderland fertig. Das ist ein Schneemann, okay. Hey, Stromkasten. Stromkasten könnte man vielleicht auch brauchen. Holz. Bahnen, Holz. Mods. Förderband, Schaukel, Schranken, Statue, Trafowippe. Toilettenhäuschen gibt es auch wieder. Cool. Und da müssen wir noch mal schauen, wo das war. Und dann ja, da ist es, Mattenbeck. Und Techno-Alpin, auch wenn wir keine Techno-Alpine haben, aber so dachte ich mal, machen wir das dann im ganzen Skigebiet eigentlich.
Aber würde mal sagen, ein bisschen bewölkt ist schon wieder. Aber es ist 8:34 Uhr und ich würde mal sagen, wir sperren auf. Oh. Können wir irgendwie nicht reparieren halt? Machen wir es halt durchs Gehen. Dann würde man sagen, wir sperren mal die Lifte auf, die ersten hier zumindest. Ich hoffe, sie fangen auch wieder an zu fahren. So, Strom an. So. Würde ich einmal sagen, auf geht's. So Bisten. Wir haben heute geöffnet. Eins, also zwei. Eins, die Abfahrt können wir theoretisch auch aufmachen. Okay, bis zu eins können wir eigentlich nur die Hälfte aufmachen, aber lassen wir es offen. So zwei und eins haben wir heute offen. Das obere fünf können wir nicht öffnen. 6 und 7 auch noch nicht, 3, 4 und die 1 halt, ja. Müssen wir auch noch planieren, aber. Dann machen wir das von den Preisen her. Auf ja, 15 Euro für die Tageskarte heute hier. Ich hoffe, dann kommen halt ein paar Skifahrer hier.
Schauen wir mal drauf. Also können wir hier dann nächste Folge auch aufmachen. Ui, was haben wir? Oh, wie schaut's da aus? So, in der nächsten Folge sehen wir uns dann hier und sagt Tschüss und danke fürs Zuschauen. Das war jetzt diesmal. Und bis zum nächsten Mal aus Wallnitz.